Lösung? Es ist Antwort A. In der Nähe der vorderen Lampe erscheint der Fleck dunkel, in der Nähe der hinteren Lampe hell. Genau in der Mitte zwischen den Lampen verschwindet der Fleck. Für die Erklärung braucht man drei Regeln. In der Nähe der vorderen Lampe wirft das weiße Papier viel Licht der vorderen Lampe zurück, der Fettfleck aber nur wenig. Gleichzeitig lassen der Fettfleck und das Papier nur wenig Licht der hinteren Lampe durch. Der Fettfleck erscheint dunkler als das Papier. In der Nähe der hinteren lässt der Fettfleck mehr Licht der hinteren Lampe durch, das Papier aber nur wenig. Gleichzeitig werfen der Fettfleck und das Papier nur wenig Licht der vorderen Lampe zurück. Der Fettfleck erscheint heller als das Papier. Genau in der Mitte zwischen den Lampen wirft das weiße Papier zwar mehr Licht der vorderen Lampe zurück und lässt weniger Licht der hinteren Lampe durch als der Fettfleck, es wird aber am Papier zusammengenommen genauso viel Licht durchgelassen und zurückgeworfen, wie Licht am Fettfleck durchgelassen und zurückgeworfen wird. Papier und Fettfleck erscheinen gleich hell, sodass man den Fettfleck nicht mehr vom Papier unterscheiden kann. Der Fleck verschwindet scheinbar.